Der Wolf und der Mensch. Der Fuchs erzählte einmal dem Wolf von der Stärke des Menschen. Kein Tier könnte ihm widerstehen und sie müssten alle sehr viel List gebrauchen, um sich vor ihm zu erhalten. Da sprach der Wolf: Wenn ich doch nur einmal einen Menschen zu sehen bekäme. Ich wollte schon auf ihn losgehen, lieber Gevatter Fuchs. Oh, lieber Wolf, dazu kann ich dir verhelfen. Komm nur morgen früh zu mir. Dann will ich dir einen Menschen zeigen. Am nächsten Morgen stellte sich der Wolf schon frühzeitig ein und der Fuchs brachte ihn hinaus auf den Weg, den der Jäger alle Tage ging. Zuerst kam ein alter, abgedankter Soldat. Ist das ein Mensch, Gevatter Fuchs? Ja und nein. Aber ich würde sagen, das ist einmal ein Mensch gewesen, lieber Wolf. Danach kam ein kleiner Knabe, der zur Schule wollte. Ist das ein Mensch? Ja und nein, lieber Wolf, aber ich würde sagen, das will erst einer werden. Dann aber endlich kam der Jäger, die Doppelflinte auf dem Rücken und den Hirschfänger an der Seite, und nun sagte der Fuchs zu dem Wolf: Siehst du, dort kommt ein Mensch, auf den musst du losgehen. Ich aber werde lieber in meine Höhle gehen. Der Wolf aber fühlte sich mutig und ging mit fletschenden Zähnen auf den Jäger los. Als der ihn erblickte, sagte er zu sich selbst: Schade, dass ich keine Kugel geladen habe. Und er legte an und schoss dem Wolf eine Ladung Schrot ins Gesicht. Der Wolf schüttelte sich, verzog gewaltig das Gesicht, doch ließ er sich nicht schrecken und ging vorwärts. Da gab ihm der Jäger eine zweite Ladung. Der Wolf pustete, verbiss den Schmerz und rückte dem Jäger weiter zu Leibe. Da zog dieser seinen blanken Hirschfänger und gab ihm rechts und links ein paar Hiebe, dass er über und über blutend mit Geheul zum Fuchs lief. Nun, Bruder Wolf, wie bist du mit dem Menschen fertig geworden? Oh weh, schau nur, wie er mich zugerichtet hat. So habe ich mir die Stärke des Menschen nicht vorgestellt. Erst nahm er einen Stock von der Schulter und blies hinein. Da flog mir etwas ins Gesicht, das hat mich ganz entsetzlich gekitzelt. Dann pustete er noch einmal in den Stock, da flog es mir um die Nase wie Blitz und Hagelwetter. Und wie ich ganz nahe war, da zog er eine blanke Rippe aus dem Leib. Damit hat er dann so auf mich losgeschlagen, dass ich beinahe tot liegen geblieben bin. Oh weh, Gevatter Fuchs, schau nur an, wie er mich zugerichtet hat. Ja, ja, nun siehst du, Bruder Wolf, was du für ein Prahlhans bist. Du wirfst ja mit deiner Prahlerei das Beil immer so weit weg, dass du es nicht wiederholen kannst.